So, dritter Troy-Stream. Nach vielen Rückschlägen konnten wir Sparta in ihrer anfänglichen Provinz wieder vereinen. Und Frieden mit Knossos schließen, was glaube ich auch wirklich so von der Kampagne gedacht ist. Weil uns die epische Mission sagt, wir sollen nach Knossos reisen, wenn wir Frieden haben mit denen. Und dann mit Menelaos dahin reisen, um den letzten König auf unsere Seite zu bekommen. Und ich denke mal, dann will uns das Spiel über die Seekarte nach Troja schicken. Theoretisch. Muss ja nicht der Fall sein. Und ich sehe, dass der Zug ein bisschen zurückgegangen ist. Eure Krieger leiden. Bringt sie von diesem verfluchten Ort fort, bevor sie vollkommen kann. Ich bin nämlich eigentlich da rechts rüber. Weil hier haust Helena. I can make any problem go away. A swift end to your troubles. Rivalen ermordet. That will never work. Was heißt nochmal GZ? Gratulation heißt GZ. Aber wie kommst du denn jetzt darauf? Ah, Sparta ist jetzt auch auf die höchste Stufe ausgebaut. Habe ich so mit meinem Stein rumgeschmissen. Weil ich zu wenig habe. Für ganz simple Ausbauten. Ist auch ziemlich viel Krieg auf der Karte. Ich habe auch ein bisschen nah darüber nachgedacht, wieso das sich entwickelt hier. Es ist halt schon, dass die beiden Kulturstämme eigentlich überwiegend Krieg gegeneinander führen. Also verbündest dich mit relativ vielen auf deiner Seite und schmiedest Bündnisse, plus dass halt letztendlich, ja, du den einen oder anderen in Konföderation wahrscheinlich reinkriegen würdest. Nach einer gewissen Zeit. Ihr wollt Stein von mir, könnt ihr vergessen, ich habe selbst nicht viel. Der Hund hat sich im Flur auf die Fliese gelegt, da ist kühler als hier an den Rechnern. Und es sieht so aus, wenn es gleich sogar regnen könnte hier. Deshalb könnte es sein, dass ich zwischendurch mal aufspringen muss und die Fenster gucken muss, ob ich die zumachen muss. Ich weiß, er wollte mir Stein geben gegen Bronze. Aber Bronze produziere ich auch nichts. Ich muss jetzt nehmen, was ich kriegen kann. Nichts, was Zufriedenheit drückt. Mehr Wachstum, Zufriedenheit. Na gut, wir machen doch was Zufriedenheit drückt. Und kriegen dafür 70 Gold jede Runde. Eine Dürre. Ist ungewöhnlich trocken, auf Fischerei verlassen. Plus 3000 Nahrung, aber die Zufriedenheit nimmt dann ab, fraktionsweit. Und da ich jetzt gerade schon eine Aktion gemacht habe, die eine Zufriedenheit drückt, würde ich jetzt nicht noch mehr drücken. Also bitte ich um Hilfe. War is my business. Flesh is weak. Those
unhappy citizens are sure to rebel. Plus 5% Erfolgschance feindlicher Armee. Nein. Unvergiften. Auch wenn das für eine feindliche Armee ist, ist egal. Passt schon. Oh, danke, schön Informant, dass du die zweite Fahrprüfung bestanden hast. Da hast du ja schon mal hier drüber gesprochen, dass du die erste ein wenig verkackt hast. Raise anchors! I pledge my loyalty. Minus 12 aufgrund von Ereignissen. Achso, wegen der Konföderation, die wir zusammengehauen haben. Was hältst du von dem Spiel bis jetzt? Das ist diese übliche Frage, die hier immer aufkommt. Fette 10 natürlich. Alles andere wäre ja volle Blasphemie. Er stoppt das Warten. Oder brauchen wir dafür Stein? Nee, das mit Bronze. Epic Games wird dermaßen überlastet sein. Werden wir sehen. Also ich denke schon, dass viele dem nachkommen werden, dem Marketing-Ding. Also es wird auf jeden Fall trotzdem lohnenswert sein für Epic. Ich hoffe, ich komme rein, um das Spiel spielen zu können an dem Tag. Aber normalerweise ist die Serverleistung bei Epic schon ziemlich groß einzustufen. Die verwalten hunderte Millionen von Spielern in Fortnite. Hunderte Millionen, keine Ahnung, wie viele Fortnite spielen inzwischen, aber... Sarpedon erklärt seine Feindschaft euch gegenüber. Ich habe gesehen, wie ihr euch in der Schlacht verhaltet. Ihr seid ein Feigling. Ihr kämpft ohne Ehre und würdigen Zweck. Ein Hund seid ihr wahrlich ähnlicher als einem König. Zwar verdient ihr es nicht, gegen mich zu kämpfen, doch ich werde euch gegen euch marschieren und eure Blutlinie auslöschen. Erst dann werden die Götter zufrieden sein. Ihr solltet diesen arroganten König besser beseitigen, bevor er eurem Volk schaden kann. Erzfeind. Ich muss im Handel irgendjemand dazu bringen, mir Nahrung zu geben. I know that wars can also be won off the battlefield. Weiter, sah, alles ist gut. Weiter, sah, komm mal her. Das ist nur der Regen draußen. Namen Avocado-Züchter und Daniel. This way. Death levels all. Battle will be the last thing on their minds. For Sparta. Und ich komme dir gleich dahin.
Oh, das Gift im Brunnen hat echt einiges gebracht. Ich frage mich, wo man eigentlich bessere Belagerungswaffen herkriegt. Man hat eigentlich in Videos doch gesehen, dass es auch größere Belagerungstürme gibt, die auf die Mauern zusteuern. Und nicht nur Rammböcke. I keep the rituals. Making my way. Ja, was soll ich machen? Kann man die minus 5 Zufriedenheit gerade nicht leisten. Die anderen Dinger machen auch keinen Sinn. Ah, der muss auf jeden Fall weg. Ach, nee, muss der nicht. Nimm den weg. I'm afraid I can't. Ihr bleibt da einfach stehen. Ich muss das noch irgendwie freischalten. Ich denke, vielleicht ist es eine Forschung. Ich kann euch keine Nahrung geben. Saunasommer. Jo. Bauzeit für alle Hauptgebäude, irrelevant, Nahkampfangriff für alle Einheiten, bei der Rekrutierung. Das gilt übrigens nur für 4 Runden. Gewährt ein Unterstützungsgegenstand. Ich glaube, das Einzige ist wirklich, was ich... Obwohl Baukosten für Stein senken... Auch nicht so verkehrt. Was haben wir für einen Unterstützungsgegenstand bekommen? Ring aus weißem Granit. Plus 4 Motivation, wenn ich das jemandem gebe. Also einem der Generäle. Oder Helden. Get in. Regroup.
Ach, da steht eine 11. Weißt du, was ich gelesen habe? Nur die 1. Ach, greift doch die Garnison an. Dafür brauche ich 1114 Stein. Show no fear! Strike hard! Ach, der Held ist geflohen. Make them pay. Der drin stand. Ja, ich hab's niedergerissen. Kannst ja auch wieder kolonisieren. Aber für den Moment kann ich hier die nächste Produktionsstufe damit ausbauen. Was mir jetzt gerade auch wichtiger ist, weil ich habe zu wenig Nahrung. Die 300 Nahrung müssen erstmal stehen bleiben. That won't work. You overestimate me. Men are only as strong as their constitution. Versager. They'll fall to us. Fighting for Ares. I will do so. To the gods on your behalf. I keep the rituals. The gods indulge those who show respect. Kostet nur 600 Gold. Einen anderen Gott in dem Tempel zu ehren. Der alles ein Schnapper. Und Salve, Stahlrusse. Ich habe mich heute 10-mal hin und her entschieden, ob ich die Klimaanlage kaufe oder nicht. Mir tut der Hund manchmal leid, ich tue mir selbst manchmal leid. Und dann denkt man wieder, es ist nur eine Woche. Du musst keine 300 Euro ausgeben für eine kleine Klimaanlage. Für eine Woche. Und danke, Leverlau, fürs Folgen. Ach, das Dashboard hier ist falsch. Das ist ja schon 3 Stunden her. In 2 Wochen ist schon alles vorbei. Wenn die Sonne explodiert ist.
Der große archäische König, die großen archäischen Könige sind überzeugt, dass die Trojaner nicht auf die Stimme der Vernunft hören wollen. Von diesem Punkt an ist ein allumfassender Krieg unumgänglich, weshalb sich die zentrale Frage stellt, auf welcher Seite ihr steht. Ich werde sie unterstützen. Hallo Dodo. I interpret the will of the gods. I will see. Ehre Herre, damit wir in eine Kulturstufe steigen. Harpien-Ausguck. Stellt Garnison bereit. Eine Harpien. Einheitenkapazität für Harpien plus 2. Was hier oben? Harpien-Bestien. Gewichtsklasse leicht. Experten im Verstecken. Akzeptabler Nahkämpfer. Meisterhafter Lauerer. Also wie Plänkler, Speerwerfer. Ich brauche erstmal das Weingut. I will not give up. Damit wir die Zufriedenheit ein bisschen stabilisieren können. Awaiting commands. The shadow. Ach schön, die dritte Insel ist auch von Feinden. Master of necessary evils. I cannot oblige. Dieser Agent verliert keine Aktionspunkte, wenn eine Aktion scheitert. Dieser Agent wird nicht verwundet oder getötet, wenn eine Aktion kritisch scheitert. Plus 10% kritische Erfolgschance aller Agentenaktionen. Ist mir wichtiger, als wenn der mir wegstirbt. Victory beckons. Ready for war. Schick dich mal auf die Bank. I remain undaunted. Wie läuft der imperiale Eroberungsfeldzug? Welt retten. Es geht so, schleppend. Es zerrt an mir, da ich eine Konföderation eingegangen bin. Knossos hat mir wieder Krieg erklärt.
Jetzt will ich der Mega Total War. Alle Einheiten. Gold für Bronze. Plus 180 Bronze die Runde. Schaltet den Belagerungsturm Trojanisches Pferd frei. So viel dazu. Das scheint aber das einzige Belagerungsgerät zu sein, was bei mir in der Forschung hier drin ist. Ah, noch eine Runde. Dann ist die Sache so gesehen stabilisiert. Dann verzichtet auf die Produktion. Logistische Verwaltung verringert den Unterhalt der aktuellen Armee, erhöht Produktion in lokale Regionen, verringert Bewegungsreichweite von Feinden, erhöht unseren Einfluss in der anvisierten Siedlung, irreführend von feindlichen Armeen, erhöht unseren Einfluss in der anvisierten Siedlung. Das sind übrigens Gesandte. I enjoy solving complex problems. Lies are a weapon. Information is a powerful weapon. Obwohl, der muss nach unten, nach Sparta. The favor of the gods is ever shifting. I speak truths. Belagerungsturm. Was möchtest du mir sagen, Dom? Also lebt der Knossos-Feldzug wieder. Es scheint so. Wobei das echt kacke ist. I'm not looking forward to this discourse. Ich bin schwach. Beweg dich nicht sofort zu denen hin.
course I will listen to them. Oh, kann man die nicht anklicken, ohne dass das da hingeht? Vorher haben sie ja Zeit und setzen sie ein bisschen unter Druck. I do not expect a positive outcome. It shall be. Sparta's reputation is exaggerated. Aus ein paar Kriegen zurückziehen wäre ganz gut. Alter, der hat 80.000 Nahrung und 23.000 Holz. Kann es ruhig ein bisschen rübergeben. Jetzt fällt mir es aber auch auf, dass das Bild flackert manchmal. That's clear enough. Im Spiel. So ganz merkwürdig. Da hat jemand angesprochen gehabt bei den Videos. So, ihr seid einfach am Arsch und wollt Frieden. Und bei euch steht zwar, ihr habt zwei Regionen, aber... Ah, yes. The jilted husband. Von dir schleiche ich mir einfach mal Bronze. That's beyond me. How does it feel knowing this is all your fault? Stärke Rang 1. I've a wrong to right. Ja, dann mach mal hier den Harpien-Ausguck. Grüße, Teich. Minuten und ist eigentlich nichts passiert. Krieg braucht Vorbereitung.
Ist ein Ultimatum. Sonst ziehen die mich wieder in den Krieg rein. Das sollte nicht gut sein bei mir. Weil da kommen schon die Knossos-Penner wieder. Rede des Grauens. Drücke seine Moral. Da unten ist noch eine Knossos-Armee. Pass mal auf, der dreht jetzt um und nimmt mich in die Mangel. Wehe, ihr greift meine Nahrungsmittelproduktion da unten an. Was macht der? Minus 6 pro Runde. Oh, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass das ja auch basierend auf den Charakter noch eine gewisse Minuszahl bringt. Zu viele Feinde. Zu viele Feinde von überall. Aber YouTube-Folge müssen wir jetzt breaken an der Stelle. Sonst wird die wieder zu lang.